Computermensch, fang mal an. Was, ich fange an? Ich bin die Maike Mia Höhne, ich kuratiere die kurzen Filme bei der Berlinale und das jetzt schon 4 Jahre und wähle also die Filme aus, die in den Wettbewerb kommen und die um den Goldenen Bären konkurrieren und das macht mir viel Spaß. Jetzt du. Also ich bin die Nicole Stecker und ich assistiere der Maike dabei beim Kuratieren und organisiere noch eine ganze Menge drumherum. Ebenfalls seit genau 4 Jahren und mir macht es auch ganz viel Spaß. Nico hat mir gerade assistiert im Sommer, haben wir einen kurzen Film gemacht. Warum wir waren, was wir waren. Und jetzt machen wir einen langen Film im Sommer und dann machen wir wieder Berlinale Shorts 2012. Richtig. Und dazwischen müssen wir Geld verdienen, das ist richtig. Ich verdiene dann Geld mit Lehre und mit Film machen und mit Programme programmieren und DVDs kuratieren und solchen Dingen. Ich fahre jetzt erstmal selbst auf Festivals als Gast. Ist auch mal schön, wenn man selbst Gast ist. Übernächste Woche ist in Regensburg die Kurzfilmwoche. Da fahre ich hin und dann mal sehen, was noch so kommt. Wo das Geld herkommt, überlege ich mir noch. Erstmal brauche ich eine neue Wohnung auch. Aber wir sind in Kontakt und auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei. Jetzt kommt meine Tochter und beschwert sich. Muss ich einmal mal kurz telefonieren? Warum? Ja, weil die was wissen will. Guck mal, was ich mache, das kannst du weitermachen. Das sind die Figuren. Die sollst du gar nicht machen. Aber ich mach die für mich. Hallo, Ava, wink uns mal in die Kamera. Nico ist da. Du hörst mich, aber du siehst mich nicht. Du Pupse. Die Berlinale Shorts sind ja 5 Jahre alt geworden. Und dazu kommt, dass wir natürlich keine eigene Preisverleihung mehr hatten, sondern dass die Bären für die kurzen Filme zusammen mit den anderen Bären am Ende bei der großen Preisverleihung verliehen wurden. Dadurch hat sich schon so ein bisschen was verändert für uns. Und mehr Glamour oder nicht, würde ich jetzt nicht sagen, aber das war schon glamourös, die Bären da mit den großen Bären zusammen, wo sie hingehören. Es hat sich so angefühlt, finde ich, als ob sie da immer waren, weißt du? Ja, das schon. Nicht. Aber Glamour hatten wir immer auch. Ja, hatten wir auf jeden Fall. Aber sozusagen dieses, ich meine, es ist eine Live-Übertragung und es ist ganz klar eine Aufwertung für den kurzen Film zu sagen, die werden auch um 19 Uhr verliehen und nicht nachts um 10:30. Und alle gucken zu und wissen, wer hat jetzt den goldenen und den silbernen Bären gewonnen, weißt du, für den besten kurzen Film. Das finde ich schon super. Und auch nachmittags mit der anderen Preisverleihe, wo klar ist, man ist einfach gemeinsam mit anderen Filmemachern da, mit anderen Juries und es ist nicht so ausgeklammert, was ja prinzipiell am Anfang mal eine gute Idee war, aber eben über die Zeit sich nicht mehr gerechtfertigt hat. Und deswegen bin ich schon sehr froh und habe das Gefühl, die kurzen Filme sind nochmal anders aufgehoben im Festival. Die Band Arcade Fire ist ja auch gekommen und ja, das war nochmal auch ein ganz anderes Erlebnis dadurch auf jeden Fall und eben wurden wir auch mehr wahrgenommen dadurch, weil es eben Stars waren, in Anführungszeichen, die an den Berlinale Shorts teilgenommen haben. Ja, und es war toll, dass diese Filme eben keine Kompilationsfilme waren, sondern ganz eigenständige Arbeiten. Und es wird ja immer gesagt, der kurze Film kann alles und der ist formal frei und da sind künstlerisch die größten Freiheiten. Und wenn das dann eben renommierte Filmemacher auch nochmal machen, weil sie einfach Bock drauf haben, dann ist es die beste Werbung. Das Tolle war auch, dass sie wirklich alle geblieben sind bis zum Ende. Also sonst hatten wir immer dienstags schon die Preisverleihung. Dadurch war das Festival für uns ziemlich schnell vorbei. Also von Freitag hatten wir die ersten Premieren bis dienstagsabends die Preisverleihung. Und dieses Jahr hat sich es einfach über das ganze Festival verteilt und die Gäste waren bis zum Ende da. Das war toll auch. Also die haben viel mehr mitgenommen, denke ich auch. Ja. Dann nochmal ein fröhliches Auf Wiedersehen von euch in die Kamera, an die Leute. Und ich hoffe, alle kommen. Bis zum nächsten Jahr, da sind wir 5 Jahre dabei. Genau. 5 Jahre. Wir und alle.